Weiter geht's. Hier haben wir einfach einen String und einen Top. Top, Quatsch. Ja, was auch immer. Top and String, Tie Strong mit einem Herz drauf. Mehr nicht. Aber. So. Weiter geht's. Hier haben wir wieder von Heavy Metal in Größe M ein T-Shirt, was echt cool ist und auch von der Qualität her finde ich, das sieht das mal sehr geil aus. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen, glaube ich, mit dieser Marke befassen müssen, weil die machen echt coole Rock'n'Roll T-Shirts scheinbar. So, jetzt haben wir hier ein etwas größeres Paket. Grass steht da drauf. Da drin ist schönes. Das ist irgendwas. Was ist da drin? Oh, ich weiß es nicht. Okay. Ah, feine Sache, Jungs. Guckt euch das mal an. Hier hat man ein kleines Grasskörbchen. Ah. Davon hatte ich schon ein paar Figuren, aber nur halt die kleineren Varianten. Jetzt habe ich mal so ein Megateil. Die ist natürlich richtig fett. Zack. Auf den Behaltenstapel bitte. Und das Paket ist noch lange nicht am Ende. Oh Mann. So, hier haben wir einen Schal. Einfach nur so einen mega hässlichen Oberschal. Dann haben wir hier noch ein Täschchen. Ist jetzt nicht so ganz meine Farbe, aber ich weiß auch nicht, von welcher Marke das sein soll. Steht auch nicht drauf, aber sieht trotzdem ziemlich nice aus. Behalten wir einfach. Puh. Junge, wie viele Teile waren denn das jetzt schon? Und im Paket ist immer noch was drin. Okay, das muss ich euch nicht zeigen. Das hatte ich in meinen anderen Videos schon zweimal drin. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das Teil habe ich jetzt auch schon dreimal, aber ist egal. Dann haben wir hier noch ein Portemonnaie. Dann haben wir hier noch... Puh, was ist das? Von Tim's Burton's Night Before Christmas. Ist das ein Portemonnaie? Ist das ein Portemonnaie? Und das sieht geil aus. Wow. Falls ihr das übersprungen haben solltet, das Paket hat 39 Euro gekostet. Und ist einfach nur, hat sich um ein Vielfaches gelohnt. Gut. Hier habe ich für ein iPhone 4S oder 5 habe ich ein Toy Camera Case. Mal wieder. Das zweite Toy Camera Case. Dann habe ich hier Rock Daddy Kopfhörer. Ich packe sie jetzt nicht aus, weil die werde ich verschenken und ich habe sie in einem anderen Video schon gehabt. Dann habe ich hier. Es ist ein Tuch. Es ist ein cooles Tuch. Damit. Es ist mal wieder. Nee, es ist kein Tuch. Doch, es ist ein Tuch. Und es sieht ja geil mit so einem Kreuz drauf. Das sieht schon mal geil aus. Ich weiß nicht. Cool Moon. Ich weiß nicht, ob das der Hersteller ist oder was auch immer, aber es sieht schon mal ganz geil aus, das Tuch. Das wird auch behalten. So. Dann haben wir hier mal wieder Fashion Socks von MB Müller. Dann habe ich hier Hollywood Mirror, einfach nur so eine komische Tasche, wofür man die auch immer benutzen kann. Diese hässliche Mütze habe ich jetzt außen vor gelassen, weil sie ist halt, davon hatte ich schon eine in einer anderen Farbe drin, es steht auch kein Hersteller drauf oder ähnliches. Die werde ich behalten, weil das ist wenigstens, die ist dunkel, die letzte war halt hell und ich mag keine hellen Mützen. So, das Ding kann auch zur Seite, bam. Fuck, es ist immer noch nicht leer. Oh, 100 Teile sind so derbst viel. So, hier haben wir... Wow. Mal wieder eine Tasche.
Aber sie sieht cool aus. Ich wüsste nicht, was das für eine Tasche ist. Es könnte vielleicht auch eine Kameratasche oder ähnliches sein. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie ein Mini-Rucksack. Gibt es dazu auch einen Hersteller oder so? Das würde mich aber interessieren. Ich denke mal, es wird wieder Rock Daddy oder sowas in der Art sein, aber es ist so. Nope, ist nichts drauf, aber trotzdem mega coole Tasche. Zack, das kann weg. Die Tasche kommt hier wieder rein. Das Teil könnte man wirklich so als Kameratasche benutzen. So. Ich kann nicht mehr. Es ist so viel. Das ist unwichtig. Müll. So, hier haben wir... Ist es schon wieder ein Tuch? Ich habe keine Ahnung. Oder? Dann packen wir es einfach aus. So viele Tüchers. So, achso, das ist ein Bandana. Von Hype Headgear. Mit Flammen drauf. Easy Riders. Okay. Ist cool. Verhalten. So, dann habe ich wieder was gefunden, was ich nicht behalten werde. Es ist wirklich ein mega hässliches Tuch und darunter ist noch so ein mega hässliches Tuch. Brauche ich nicht. Dann haben wir hier ein Sail Top von Ono wieder. Diesmal in einer anderen Farbe. Ono Top hierhin. Verschenkt. So, dann haben wir hier eine von Geek Invader eine Pixelbrille. Die kommt da. Dann haben wir hier, upsala, sorry, von Van Dutch eine Tasche. So Lederoptik, sieht aus wie so eine Jeans. Lederoptik sage ich schon, so Jeans technisch. Ja, haben die aus einer alten Jeans gebastelt? Ich weiß es nicht. So, weiter geht's. Dann haben wir hier noch eine The Tiger Tasche von ach, ich weiß nicht welchen Hersteller, ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Das ist eine weiße Tasche, ich mag keine weißen Taschen. Ich mag überhaupt kein Weiß eigentlich so. So, weiter geht's. Noch mehr. So, dann haben wir hier nochmal Socks. Einfach nur gestreifte Socks. Okay. Dann haben wir hier von Arena. Eine Tasche mit Giraffen. Brauche ich jetzt nicht. So, was haben wir denn da noch? Hier haben wir einen Türstopper. Hier ist er nochmal. Weil den hatte ich im letzten Paket schon drin, aber ist ein cooler Türstopper. Sieht aus wie Schokolade. So, das Paket ist fast leer, aber ich muss leider aber sagen, weil ich habe noch ein Kleinteile-Paket dabei. So, hier haben wir, okay, ein etwas größeres, eine Kerze. Eine Kerze, die aussieht wie so ein komischer, was soll es sein? Ich weiß es nicht. Jo. Hat einfach mal grandiose 19 Euro gekostet, diese wundervolle Kerze. Alte Scheiße. Gut, die Kerze, nehmen wir einen hier. 19 Euro, Hammer. Was steckt denn an eigentlichem Wert in diesem Paket eigentlich drin? Das will man gar nicht wissen. So. Und als letztes haben wir hier von Emil Müller ein hässliches Kopf. Okay. Das war jetzt erstmal das, was in der Kiste direkt drin war. Beziehungsweise dann kommen ja noch diese kleinen Teile hier. Die halt verpackt waren. So.
Hier haben wir eine Betty Boop Kette. Hier haben wir für ehemals 1,90 Euro Fingerbänder? Oder was soll das sein? Das ist doch nicht mit den Fingern. So. Dann haben wir hier nochmal Socken, die hatte ich auch schon mal in einem anderen Video. Dann haben wir hier Schnürsenkel, 30 Modelle Schnürsenkel, bla bla bla, breit. Sehr geil. Ich habe jetzt schon so viele Schnürsenkel, die reichen für ein paar Leben, muss ich leider zugeben. So, was haben wir denn da noch Schönes drin? Dann habe ich hier so komisches Italien-Trikot-Ding. Dann habe ich hier, die hat nur 1,50 Euro gekostet, also nicht wirklich viel. So eine komische Haarspange. Dann habe ich hier so ein wundervolles Säckchen. Davon habe ich jetzt auch schon 20 Stück für diesen Hexensäckchen zu Hause. Und ich weiß gar nicht, wofür die sind. Ja, ich lege das mal da auf den Tisch. So, dann haben wir hier, wie man sehen kann, ist da ein kleines Kreuzchen dran. Ja, es ist jetzt nicht gerade nicht hässlich. Das behalte ich auch. Oh Gott, ich muss so viel behalten. So, hier haben wir nochmal ein Hexensäckchen. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich das nehmen soll. Dann haben wir hier gleich das nächste Hexensäckchen. Dann haben wir hier eine mega hässliche Brille. Was soll ich mit dieser mega hässlichen Brille machen? Nein, ich werde sie nicht zerbrechen. Scheiß drauf, sie kommt einfach so in den Müll. Ich hab keinen Bock, dass mir irgendwas, bei meinem Glück fliegt mir irgendwas ins Auge. So, dann haben wir hier Amulett. Dann haben wir hier ein Amulett. Angel of Transformation. Geistige Klarheit. Irgend so ein Amulett zum Umbinden. Geistige Klarheit. So. Das habe ich auch schon mal gehabt in einem anderen Video. Dann haben wir hier noch Fun Clips. Ach, die sind ja äußerst funny. Naja, nicht wirklich. Dann habe ich hier noch mal eine hässliche Brille. Mit Herzchen, mit Orangenen. Dann habe ich hier ein wunderschönes Armband, was einiges ist nämlich schön, es glitzert so komisch. Dann habe ich hier eine, dies ist natürlich geil, von Rock Day, eine Schlüsselkette mit Totenköpfen dran. Dazu werde ich nochmal ein separates Video machen, weil die einfach nur zu cool ist. So, dann habe ich hier so ein komisches Tattoo, was 50 Cent am Ende gekostet hat, was ich mir dann irgendwo ins Gesicht kleben kann. Was ich natürlich nicht machen werde. Warum auch? Immer. Warum sollte ich? Zack. So, dann haben wir hier nochmal einen MB Müller Schlüsselanhänger mit einem Würfel dran. Dann haben wir hier nochmal einen Schlüsselanhänger mit einem Kreuz dran, wie man sehen kann, hoffentlich. Dann habe ich hier nochmal so eine komische Blume. Das lasse ich auch erstmal. Hatte ich auch schon mal in einem anderen Video. Und dann haben wir hier noch einen Schlüsselanhänger mit. Okay. Es ist schon wieder ein Kifferschlüsselanhänger. Ich habe hier nur Kifferschlüsselanhänger drin. Aber trotzdem geil. So. Das war der Inhalt des 100-Teile-Pakets. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich gerne einen Kommentar da lassen oder meinen Kanal abonnieren oder auch mal die anderen Videos gucken. Da kommt sicherlich noch einiges an interessanten Videos nach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.